Sie selbst beschreiben es als Kopfkino für die Ohren. Taucht heute gemeinsam mit mir in eine ganz besondere Welt des Hörerlebnisses ab und lasst euch von den SprecherInnen und den Geräuschen und dem ganzen gesamten Team des Minenspiels bezaubern. Heute zu Gast ist bei mir Philipp Neuweiler und bringt uns das Thema Live-Hörspiel ein bisschen näher. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hi Selina. Ein Live-Hörspiel, was genau ist das eigentlich? Gute Frage. Wir erklären es immer so, dass alles, was man, wie man im Radio ein Hörspiel produzieren würde, wir einfach live auf der Bühne machen. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, dass wir, in unserem Fall sind wir 4 bis 6 SprecherInnen, die mit ihren Stimmen auf der Bühne performen. Natürlich auch so ein bisschen Gestik dabei, aber wir stehen im Grunde vor Mikros und sprechen in unterschiedlichen Stimmen, die verschiedenen Charaktere. Dann haben wir häufig Live-Musik mit dabei, also Piano, manchmal auch Schlagzeug oder Violine und so weiter. Und ich glaube, das Ungewöhnlichste sind die Live-Geräusche. Eine gute Freundin von mir, die Simone, die macht das bei uns im Ensemble und es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre sie so umgeben von Müll und ganz viel Gemüse. Aber es ist ihr Instrument, das heißt alles, was wir irgendwie live auf der Bühne erzeugen können, sowas wie Schritte, Türen, Knochenbrüche, Lagerfeuer oder so, das macht sie dann mit ihren Props, die sie umgeben. Und dann kommt noch bei uns Atmo-Hintergrund mit dazu, also alles, was so zum Beispiel Regengeräusche oder Raumatmosphären, die werden zugespielt und ein Lichtkonzept. Und das Ganze ergibt dann ein Theaterformat, was wir dann live vor Publikum spielen. Das klingt super spannend. Können wir da vielleicht gerade mal reinschauen, wie sowas aussieht? Sehr gerne. Sehr cool. Ich glaube, du hast da auch noch was mitgebracht. Ja, wir können uns 2 Produktionen angucken. Mhm. Das eine ist schon ein bisschen älter, von 2019. Die Produktion heißt Lazarus. Mhm. Und die andere Produktion heißt Operation Ahab. Das sind jetzt in dem Fall beides Stücke von mir. Operation Ahab ist aus dem Jahr 2021 und war Open Air because of Covid. Und ja. Wie kamt ihr denn eigentlich auf die Idee, ein Live-Hörspiel zu gestalten oder zu machen? Das kam so, dass einmal ein sehr guter Freund von mir und ich, wir wollten eigentlich ursprünglich ein Theaterprojekt machen. Es hat aber irgendwie nicht geklappt. Und dann saßen wir frustriert. Tatsächlich, wir waren damals noch hier in der Unigruppe und waren ein bisschen frustriert, saßen im Philosophikum. Und er ist ein großer Hörspielfan gewesen und ich komme eher so, glaube ich, aus dem filmischen Erzählen. Und er wollte unbedingt etwas machen, was es so auf dem Campus noch nicht gab an Formaten und meinte, hey, lass uns doch was Einfaches machen, wo man keine Choreo braucht zum Beispiel. Uh-huh. Und dann kam mir auf die Idee des Live-Hörspiels und ich habe damals dann mehr oder weniger die Dramaturgie an mich gerissen. Wir hatten in unserem ersten Projekt uns eine Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson genommen, der Leichenräuber, schön gruselig, atmosphärisch. Edinburgh, Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. und hatten das dann zum allerersten Mal probiert und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und gab viel Resonanz. Es war alles andere als einfach, weil ganz, ganz viel an technischen Komponenten dazugehört. Man muss sich gut abstimmen, gut koordinieren und das hatten wir halt dann damals auch zum allerersten Mal gemacht. Und ja, seit dieser Vorführung, das war 2016, machen wir jetzt jährlich verschiedene Produktionen, Neuproduktionen, Wiederaufnahmen von Hörspielen. Das heißt, wenn ihr das quasi aus so einer Frustration herausgemacht habt, wart ihr so auch die Ersten in der Gegend, die Live-Hörspiele produzieren? Es gibt durchaus natürlich ganz bekannte Beispiele. Zum Beispiel, ich glaube, die meisten kennen die 3 Fragezeichen Live-Hörspiele, mhm. die ja ganze Arenen füllen mit tausenden ZuschauerInnen. Und ich glaube aber, im Rhein-Main-Gebiet sind wir so ziemlich die einzige Gruppe bisher. Es gibt in Hessen noch das Radio HR2 Radio Live Theater, mit denen hatten wir auch schon Kontakt, wobei die auch ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen als wir. Aber bis jetzt sind wir, glaube ich, damit auch immer noch, haben wir so eine Nische gefunden. Sehr gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in deine Nische hinein und fangen mit Lazarus an.
In dieser Geschichte gibt es keine Helden, nur Mörder. Mörder und Lebensretter. Den Krieg erleben wir auf den Schienen. In einem Lazarettzug mit 30 Waggons. Wie eine gewaltige Schlange. Windet er sich durch die russische Einöde. Räder müssen rollen für den Sieg. Ich erinnere mich an den Operationswagen. Der Patient hat so viel Blut verloren. Transfusion einleiten. Es ist so kalt, Doktor. Bis das Leben in sein Gesicht zurückkehrt. Während es unserem Pfleger aus der Armvene läuft. So kalt. So kalt. Doktor! Er kollabiert gleich. Transfusion beenden. Äther bereit machen. Hört ihr es? Sie sind fast da. Sowjetische Kampfflieger. Wir müssen halten. Auf einem Nebengleis. Unmöglich, im Fahren zu operieren. Zu spät. Der Eingriff kann nicht warten. Ureinwohner der Westküste berichten von einer Prophezeiung. Sie stammt von einer alten Frau mit dem Namen Eyes of Fire. Sie erzählt von einer Zeit, wenn Mutter Erde erkrankt ist. Denn die Habgier des weißen Mannes hat sie zugrunde gerichtet. Leer sind die Ozeane, hingeschlachtet die großen Walfische. Auch die Menschheit selbst liegt im Sterben. Denn vergessen ist der große Geist, der alles beseelt. Rob, Kieran, willkommen zurück an Bord. Ungeziefer stirbt nie. Sicher ein schönes Gefühl, nicht als Schaschlik zu enden. Ach, knapp war's, wäre dieses Wellental nicht gewesen. Nei, hätte ein Gott mich mit Haaren gesegnet, wären sie von diesem Harpunending abrasiert worden. Ja, das war doch mal eine richtig coole Aufnahme. Vielen Dank. Als begeisterter Hörspiel-Fan muss ich sagen, ich war sehr gecatcht davon. Und eine Frage, die sich mir dabei gestellt hat, ist so ein, ich weiß nicht, das eine war ja Open Air, das andere war jetzt auf einer Bühne. Welche technischen Herausforderungen bringen so verschiedene Locations eigentlich mit sich? Viele. Okay. Es ist ganz unterschiedlich. Es ist auch ganz interessant, je nachdem, an welchem Ort man dann live spielt, wie der Raum dann auch so mitspielt. Also ich glaube, die härteste Geschichte, die wir jemals hatten, war im vergangenen Jahr in einem Bergwerk. Da haben wir ein Stück gespielt von einem sehr guten Freund von mir, Andreas Reinhardt. Der hat ein Stück geschrieben mit dem Titel Der Totenschacht. Mhm. Und es geht um 4 verschüttete Bergleute in einem Kupferbergwerk. Mhm. Und unser technischer Leiter Lukas Herzog hat dann das organisiert bekommen über die Stadt Idar-Oberstein, dass wir in einem richtigen Bergwerk spielen können. Ziemlich groß sogar, und 100 Leute konnten dann rein. Und da war halt nichts an Technik unten. Das heißt, wir mussten alles nach unten tragen und hatten dann noch zusätzlich das Problem, dass es draußen hat es, glaube ich, 30 Grad, unten hat es dann 11 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Also wir mussten auch gucken, wann tragen wir was runter, damit es jetzt nicht irgendwie feucht wird oder irgendwas passiert damit. Wir haben auch ein Stage-Piano davor gekauft und das war ganz lustig, weil wir sind dann in den Shop rein und die erste Frage, die wir gestellt haben, war: Was denken Sie, dieses Piano hält es 11 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit aus? Und tatsächlich hat es in einer Szene auch in das Klavier reingetropft. Es ist halt eine feuchte Höhle gewesen. Aber wir haben es zum Glück geschafft, die Show von Anfang bis Ende spielen zu können. Aber das war eine extreme Location. Ja, auch eine ganz fantastische, aber die hatte dann ganz spezielle technische Anforderungen. Das kann ich mir vorstellen. Ist das Piano, ne? Ist das kaputt gegangen oder hat es das überlebt? Es hat überlebt.
Ich kann mich nur daran erinnern, ich glaube, es ist auch fast niemandem aufgefallen, weil in einer Szene war dann halt mal kurz nichts, aber ich habe dann so rüber geguckt, also ich stehe auch mit auf der Bühne in dem Stück und habe dann gesehen, wie unser Pianist Steffen ist in solchen Momenten dann immer sehr, sehr, sehr ruhig und hat dann mit seinem Handtuch seelenruhig über die Tastatur des Pianos gewischt. Und ich wusste, dass am Ende, ganz am Schluss von dem Stück nochmal Klaviermusik ertönt und Geige. Und war mir nicht sicher, ob es klappt, aber es ist dann nochmal angesprungen und hat dann funktioniert, zum Glück. Warst du dann während der Aufführung auch so innerlich angespannt oder dachtest du dir, ziehen wir jetzt einfach durch? Ich glaube, man hat schon so eine Grundanspannung, immer. Aber ehrlich gesagt, für mich ist so der Aufbau immer das Stressigste, wenn dann mal alles steht. Ich glaube, weil ich meistens auch für Produktion mitverantwortlich bin und Aufbau ist immer, man hat halt dann diese harte Deadline, ab dann ist der Einlass, ab dann geht's los und davor muss halt alles funktionieren. Und man hat 14, manchmal 20 Mikros auf der Bühne und das alles muss halt funktionieren und Licht kommt dann noch mit dazu. Und man kann das manchmal einfach nicht einschätzen, wie das mit der Zeit funktioniert. Und wenn es dann mal läuft, dann bin ich ehrlich gesagt eher entspannt, weil ich habe dann nichts mehr, ich kann nichts mehr tun, außer meine Rolle dann als Sprecher in dem Fall. Und ja, und versuch's dann auch mehr zu genießen. Wenn mal was schief geht oder so, das finde ich gehört auch zu dieser Live-Situation dazu. So wie wenn jetzt bei uns irgendwie ein Versprecher ist oder so, dann ist es halt das Charmante, dass es halt diesen einmaligen Moment gibt und manchmal wird dann noch was dazu improvisiert oder so. Aber das ist für mich auch so ein bisschen die Magie am Theater, dass es so jetzt einmal und dann nicht mehr und so eine Einmaligkeit schafft, auch fürs Publikum natürlich. Das hast du sehr schön gesagt. Und wenn du sagst, so die Magie dahinter ist das, was dich so begeistert, was begeistert dich noch daran? Ich glaube, ich finde es einerseits total schön, dass so viele unterschiedliche Künste da zusammenkommen. Also da würde ich jetzt auch die ganzen technischen Aspekte drunter zählen. Das phänomenale Lichtbild, das wir dann häufig gestaltet bekommen von Lukas Herzog, Christian Simon. Die atmosphärischen Hintergründe, die meistens von den ZuhörerInnen gar nicht wahrgenommen werden, von Ina Szymetzka, die wie so ein bisschen den Ozean im Hintergrund schafft, auf dem alle dann schwimmen, also die ganzen Hintergrundgeräusche, die Soundscapes und dann kommt Musik, wie gesagt, Sprech und Geräusche noch mit dazu und das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Fertigkeiten, die man da braucht und wenn das ineinander fließt und unsere Stücke schreiben wir auch immer selbst, also das heißt, da kommen dann auch noch mal so dramaturgische Komponenten mit dazu und inszenatorische und wenn das dann irgendwie funktioniert, dann ist es ein ganz tolles Teamflow-Gefühl. Und die zweite Sache, die ich ganz toll finde an dem Format, ist tatsächlich auch dieses Kopfkino, auch wenn es jetzt schwer ist zu erklären, was es ist, aber ich glaube, dass ganz viel in der Imagination der Zuhörenden passiert. Weil wir setzen ja eigentlich nur so kleine Impulse, Trigger wollte ich sagen, das hoffentlich nicht, aber kleine Anstöße über Geräusche, über Sprache, über Musik und der Rest passiert dann im Kopf. Und was manchmal ganz schön ist, ist, wenn danach Leute aus dem Publikum zu uns kommen und meinen, das war so bildlich, dabei war halt nichts Bildliches im Grunde dabei, außer dass sie halt einerseits, also sie konnten halt schauen, wie es gemacht wird auf der Bühne und wie wir das spielen, aber alles andere passiert halt quasi im Kopf und ja. Sehr bildlich auch gesprochen hier und irgendwie sehr, sehr schön umfasst. Ich weiß nicht, man kann es einfach sehr gut vorstellen von dem, wie du darüber redest. Du hast gesagt, ihr schreibt eure Stücke selbst. Wer entscheidet denn, welches Stück jetzt geschrieben wird und basiert das immer auf einer Grundlage oder wie sieht der Prozess dahinter aus? Wir versuchen, möglichst demokratisch zu sein bei uns in der Gruppe. Meistens ist es allerdings auch so, dass jetzt nicht so viele Menschen bei uns in der Gruppe schreiben. Also die letzten größeren Stücke waren von meinem Freund Andreas und von mir. Und im Regelfall
schlagen wir was vor. Mhm. Wir pitchen das quasi unserer eigenen Gruppe und schauen, wie das, ja, was für eine Resonanz eigentlich zurückkommt, ob das funktioniert oder nicht. Wir haben auch schon Stücke geschrieben, die nicht umgesetzt werden konnten oder Vorschläge gemacht. Und ja, es ist so ein Aushandlungsprozess, würde ich sagen. Manchmal kommen auch ganz viel, also es kommen im Regelfall auch einfach ganz viele Impulse vom Rest des Ensembles, sodass man weiß, ja, okay, die Person wünscht sich beim nächsten Mal irgendwie, ja, mehr eine komödiantische Rolle zu spielen oder ein anderes Setting irgendwie oder ein anderes Genre mal also vielleicht mal mehr in die Richtung Thriller zu gehen oder mehr in die Richtung Komödie. Und dann versuchen wir das beim Schreiben auch zu berücksichtigen. Mhm. Ja, das ergibt ja auch Sinn, aber voll, voll schön zu hören, dass da so jeder ein wichtiger Teil dahinter ist und dass irgendwie jeder dazu beitragen kann, was da geschrieben wird und welches Stück da ausgesucht wird. Du hattest jetzt schon verschiedene Funktionen angesprochen, GeräuschemacherInnen oder SprecherInnen oder auch hinten das mit dem Licht und dem Ton. Welche Positionen gibt es denn quasi bei euch oder welche Funktionen? So. Insgesamt im Ensemble? Genau, ja. Ja, also auf der Bühne, wie gesagt, SprecherInnen, MusikerInnen, die manchmal auch komponieren oder arrangieren. Also in Lazarus hat Steffen sehr, sehr viel auch selbst komponiert. Dann die Live-Geräusche auf der Bühne, die atmosphärischen Hintergründe, die selbst gemischt werden und dann auch live eingespielt werden. Dann technische Leitung und gleichzeitig Lichtdesign, dann Soundmix live. Also alles, was live auf der Bühne passiert, muss natürlich auch gemischt werden. Und Produktion, Regie, Regieassistenz und auch ganz wichtig natürlich ist Social Media oder Grafikdesign. Also ich habe jetzt bei uns die letzten Produktionen, die Flyer zum Beispiel gemacht, aber Social Media haben wir zum Beispiel auch eine ganz, ganz wunderbare Person, die das sehr aktiv betreibt, weil ja. Man muss ja auch wahrgenommen werden. Klar, Werbung ist ja total wichtig und auch hinter dem stehen, was ihr da so produziert. Genau, Autorenschaft halt noch. Aber das ist bei uns häufig mit der Regie gekoppelt. Nicht immer, aber meistens. Welche Aufgaben hast du schon oder welche Aufgabe übernimmst du immer so? Oder was sind so deine liebsten Aufgaben? Ich habe tatsächlich schon relativ viele verschiedene übernommen. Ich denke, meistens Spaß macht dann schon auch zu sprechen, weil das so dieser Live-Moment ist. Produktion ist anstrengend, aber auch nötig. Und tatsächlich habe ich jetzt aktuell wieder sehr große Lust zu schreiben, also auf diese Autorenarbeit. Also von daher kann ich es genau nicht so genau sagen. Es hängt auch immer von den Produktionen ab. Was war denn so deine liebste Produktion oder Rolle bisher? Das kann ich auch nicht sagen. Es ist, glaube ich, immer die aktuellste Produktion, die gerade wichtig ist. Und man baut auch immer auf den vorherigen auf. Deswegen kann ich es, glaube ich, nicht priorisieren. Mhm. Ja, nee, das kann ich verstehen. Eure letzte Produktion waren die Hamann-Protokoll, oder? Genau, ja. Ich würde sagen, da hattest du ja auch einen Trailer dabei. Mhm. Damit unsere Zuschauenden das auch ein bisschen mehr ergreifen können, würde ich sagen, schauen wir da auch mal rein, wenn es okay ist. Sehr gerne. Sehr cool, da freue ich mich. Liebe Freundinnen und Freunde gepflegter Kriminalunterhaltung. Minenspiel präsentiert. Die Hamann-Protokolle. Diese Stadt ist ein Mikrokosmos. Ein eigenes Ökosystem. Sie wissen schon, quid pro quo. Hannover in den 20er Jahren. Eine Stadt jagt einen Mörder. Ein Monster! Ein Werwolf! Kriminalpolizei, Hände hoch! Gestatten? Hamann mein Name. Für Sie gerne Fritz. Nach den wahren Dokumenten und Verhörprotokollen. Aus den Untiefen deutscher Archive. In der Tat, etwas staubig, diese Akten. Die Hamann-Protokolle. Ein Live-Hörspiel der Extraklasse. Mit sensationellen Stimmen, mitreißender Live-Musik und natürlich mit Live-Geräuschen auf der Bühne. Warten Sie nur ein Weilchen und Hamann
kommt, auch zu Ihnen. Die Hamann-Protokolle. Ein True-Crime-Live-Hörspiel. Am 12., 13. und 14. Mai um 20 Uhr auf der Bühne des P1 der JGU Mainz. Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel. Auch das fand ich einfach wieder mega beeindruckend, zu sehen, wie das auf der Bühne funktioniert. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause dabei geht, aber mich berührt es einfach immer wieder. Und eine Frage dahinter wäre, wie lange dauert eigentlich so die Produktion, bis das Ganze steht? Weil du hast ja auch gesagt, so, dass es, man muss vorher die ganzen Sachen organisieren, das muss geschrieben werden. Aber kannst du so ganz grob zusammenfassen, wie lange dieser Prozess dauert? Nicht wirklich. Okay. Also es gibt schon diverse Erfahrungswerte, was so Proben angeht. Aber ja, gerade der Schreibprozess kann total variieren. Ich glaube, in Lazarus waren das 3-4 Jahre immer mal wieder weiterschreiben. So. Und manche Stücke hat man sehr, sehr schnell runtergeschrieben, wenn man dann weiß, was man möchte. Das ist so die Vorproduktion. Und dann haben wir meistens in der Produktion selbst so 3 Phasen. Es gibt so eine Phase am Anfang, wo dann alle Departments, wie wir es nennen, so für sich erstmal arbeiten. Das heißt, die Geräusche überlegen sich, also wann gibt es das Stück schon? Und dann überlegen sich alle, wie könnte ich das irgendwie geräuschlich umsetzen? Die Sprechenden, die fangen an zu proben. Und Musikdepartement überlegt sich passende Stücke dazu oder komponiert sogar welche. Dann gibt es die Koordinationsprobenphase, Phase Nummer 2. Das ist eigentlich so das Spannendste. Dann kommen alle zusammen und man versucht das irgendwie zusammenzubringen. Da hat die Regie sehr viel zu tun auch. Und ja, man vereinbart halt auch, okay, von wem kommt jetzt irgendwie ein Cue und wer reagiert dann. Und so, dass es dynamisch am Ende halt eben wirkt auf der Bühne. Und dann sind noch Endproben meistens. Also da kommt dann die Technik mit dazu. Und es ist im Regelfall so kurz vor Aufführung. Also quasi die heiße Phase dahinter. Genau, ja. Die mit den schlaflosen Nächten und so. Oh je, ich hoffe nicht allzu schlaflos. Kommt drauf an. Oh je. Ich weiß nicht, ich finde das total beeindruckend, dass ihr das auch so selbst die Musik dazu schreibt, die Stücke schreibt. Wie sieht es dann so rechtlich damit aus? Na gut, wenn du sie selbst schreibst, dann hast du ja kein Problem, weil du bist ja Urheberin. Okay. Was ist in dieser heißen Phase, die du gerade auch mit schlaflosen Nächte beschrieben hast, was ist da besonders wichtig? Wie geht es dir so damit? Ich glaube, wichtig ist, obwohl man sehr fokussiert arbeitet, dass man eben aufeinander gut aufpasst. Mhm. Wie das in extremeren, arbeitsintensiveren Phasen eigentlich immer so ist. Und ja, dass man sich auch gegenseitig schont. Oder wenn jemand zum Beispiel am Kränkeln ist oder so, dass man die Person natürlich maximal schont und sich halt gegenseitig stützt und supportet oder so. Aber ich würde sagen, da hat man sich mittlerweile ganz gut eingespielt. Es gibt logischerweise in jeder Produktion immer mal kleine Reibereien oder so, aber ich finde, das gehört auch zum Prozess dazu. Deswegen ist es halt auch eine Gruppenzusammenarbeit. Aber wenn man, ich glaube, sich im Klaren ist, dass das Zwischenmenschliche damit steht und fällt alles und nicht eine Person pusht was durch, das ist zum Glück noch nie passiert. Das ist voll schön zu hören, dass ihr so auch als Team einfach richtig harmoniert. Und ich weiß nicht, man merkt das auch, als wir uns die auch schon angeguckt haben, dass es einfach gut funktioniert, dass eine gute Dynamik dahinter ist und sehr professionell das Ganze auf mich wirkt und wahrscheinlich auch sehr ist. Ich bin sehr beeindruckt. Du hast vorhin schon so ein paar Geschichten erzählt mit, da wart ihr unter Tage und da hat das die und die Herausforderung gehabt. Hast du noch mehr Schwanks quasi aus deinen Produktionen? Ja, genau, aus den Produktionen, was besonders gut lief, was besonders schlecht lief. So, wo eckt es mal richtig an? Was war besonders toll? So, was ist dir hängen geblieben? Okay, ja, es gibt etliche Geschichten. Ich glaube, eine ganz schöne Geschichte, die man erzählen kann, auch wenn die jetzt schon ein paar Jährchen alt ist. Aber als wir unser zweites Stück da hinten, Orson Welles und der Krieg der Welten, gespielt hatten, 2018 war das, danach hatten wir unsere Aufnahmen und wir wollten die unbedingt unseren Vorbildern schicken. Und es gibt zum Beispiel die Lounge Challenge in Berlin. Was ist das? Das ist eine Hörspielproduktionsfirma. Mhm. Und dahinter stehen so Stimmen, also Synchronstimmen wie Oliver Rohrbeck, Synchronstimme von Ben Stiller und Justus Jonas von den 3 Fragezeichen. Oh, okay. Und das, genau, wir haben es denen einfach
mal per Mail geschickt und dachten, okay, da passiert eh nichts mehr. Und dann haben sie sich tatsächlich zurückgemeldet und meinten, sie finden das Stück ziemlich cool und die Aufnahme. Und wir würden es gerne spielen. Also die Lanche wollte es dann spielen. Mhm, wie genau. Cool. Genau, und dann da waren wir erstmal so völlig aus dem Häuschen und ja, haben dann mit ihnen gequatscht. Das Tolle war, dass sie, also wir waren damals halt auch noch eine Studiengruppe. Mhm. Und sie waren total, ja, auf einer Ebene. Das war ganz, ganz nett, dass man da jetzt nicht irgendwie von oben herab betrachtet wurde, mhm. sondern sie waren sehr wertschätzend und auch umgekehrt natürlich. Und dann haben wir tatsächlich im Oktober das zusammen aufgeführt. Also ihr auch, gemeinsam? Genau, ja. Also ein Sprecher von uns, Christian M. Roth, der auch den Orson Welles spricht in dem Stück. Mhm. Steffen Astheimer am Klavier und dann eben auf der Bühne. Also das ist das Konzept der Lanche à Lanche, dass sie mit hochkarätigen Stimmen sprechen. Oliver Rohrbeck war dabei, Detlef Bierstedt, der den George Clooney spricht, mhm. Stefan Krause, die Synchronstimme von Pippin aus Herr der Ringe und Sabine Arnhold. Und das war total verrückt, weil man dann sind wir alle als Ensemble nach Berlin gefahren, ins Ballhaus und haben uns halt quasi unsere eigene Inszenierung von einem etwas anderen Ensemble angehört. Und natürlich eigentlich ein ganz, ganz wundervoller Moment für alle Beteiligten natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Wie würdest du das Gefühl beschreiben, was du da so empfunden hast, als du dabei warst? Sehr aufgeregt, weil man hat ja dann auch die Inszenierung aus der Hand gegeben, so ein Stück weit. Und die Lanche à Lanche zum Beispiel, sie haben jetzt nicht die Kapazität, so viel zu proben wie wir, bringen aber dafür natürlich eine ganz andere Erfahrung mit, weil sie jeden Tag im Studio stehen. Und entsprechend war das Stück halt auch ein anderes. Aber es war komplett verrückt, dann mit diesen Stimmen, die du seit deiner Kindheit kennst, plötzlich dein eigenes Stück zu hören von der Bühne. Und das Setting war perfekt. Das war so ein, also das Stück spielt in den 30er Jahren und es war so ein Ballsaal mit Tischtelefonen fürs Publikum und ich saß halt mitten im Publikum und ich war super nervös und habe halt natürlich auch alles an Reaktionen so mitbekommen, was so drumherum passiert, wie Leute reagieren auf das Stück und konnte aber auch auf der Bühne sehen, zum Beispiel Detlef Bierstedt hatte eine Rolle gespielt, die ich vorher gespielt hatte in unserer Inszenierung und es gab so diesen Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass er dann im Spiel, ich glaube irgendwann, also das unterstelle ich ihm jetzt mal, dass er irgendwann verstanden hatte, wie er die Figur anlegen kann. Mhm. Und ich saß halt dann auch da und dachte mir so, ja, genau so habe ich es gemeint. Ja, und das war halt, mega. Ja, es war ganz schön. Und vor allen Dingen halt auch, dass alle vom Ensemble mitkommen konnten und dadurch halt auch nochmal ein Austausch entstanden ist mit der Lanche à Lanche. Jetzt zum Beispiel unsere Geräuschemacherin Simone Nowicki häufiger angefragt wird und mit ihnen Produktion macht aktuell. Das ist ganz cool. Mega. Du hast gesagt, es sind eure Vorbilder und Stimmen seit der Kindheit. Würdest du sagen, du hast dich schon immer für Hörspiele interessiert? Also waren schon sehr wichtiger Bestandteil von Kindheit, würde ich sagen. Und ehrlich gesagt bin ich dann, glaube ich, mehr so Richtung Film und Theater gegangen. Die Hörspielleidenschaft kam dann eher von FreundInnen. Mhm. Aber was mich dann ehrlich gesagt an dem Format auch so vom Schreiben her interessiert hat, ist, dass man sehr filmisch schreiben kann. Also du spielst ja, also du schreibst ja auch nur Szenen, die irgendwie akustisch interessant sind. Zum Beispiel haben wir mal eine Kinoproduktion, also ein 360-Grad-Hörspiel im Kino gemacht in Mainz und wir hatten als Story-Idee einen Rettungsflug in der Antarktis im Jahr 2001, den es so gab, durch die antarktische Nacht mit einem kleinen Twin-Otter-Flugzeug. Mhm. Was ist das, ein Twin-Otter-Flugzeug? Das ist so ein kleines Busch-Flugzeug, was sich quasi durch die antarktische Nacht, durch alle möglichen Winde und Eis und so kämpft und bei minus 70 Grad. Und dann dachten wir, das ist so ein... Also es ist so akustisch spannend, das irgendwie zu inszenieren. Also es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man, und das könntest du jetzt im Theater vielleicht weniger gut, also wenn man so an klassischere Inszenierungen denkt, oder in Kurzfilmen ist man immer natürlich auch ans Budget gebunden und beim Hörspiel bist du völlig frei, ganze Welten zu zerstören oder aufzubauen oder Science-Fiction-Settings zu etablieren.
Mhm. Du hast gerade Budget angesprochen. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Ja, gute Frage. Also wir verdienen nicht viel. Wenn mal was rumkommt, ist es schön. Im Regelfall spielen wir meistens so, dass wir unsere technischen Ausgaben wieder auf Null kriegen, die meistens recht teuer sind. Und wir finanzieren uns häufig über Sponsoring oder besser gesagt, also zum Beispiel jetzt bei den, ich mache mal ein konkretes Beispiel, bei den Hammern-Protokollen, da hatten wir einen Teil natürlich über die Eintrittsgelder, aber den größten Teil eigentlich über Förderungen. Mhm. Also zum Beispiel Film- und Mediennachwuchsförderung Rheinland-Pfalz oder die Förderung durch den AStA oder durchs Studierendenwerk. Und Sponsoring stimmt eigentlich gar nicht. Also es sind im Regelfall sind es immer Förderungen und Eintrittsgelder. Und dann versuchen wir so auf Null wieder rauszukommen. Ja, okay, aber solange man ja wieder auf Null rauskommt, und dann ist doch eigentlich alles gut, also oder? Man wird nicht wirklich reich. Ja, dadurch. Aber, klar, es geht ja auch viel mehr um den Spaß, oder? Also korrekt, zumindest ja. So, wie ich das jetzt hier rausgehört habe. Ja, ja, doch. Da, das ist es. Also das ist zumindest für mich aktuell noch. Ja. Das verstehe ich. Es sieht auch immer sehr spaßig aus, euch da zuzuhören. Was mich besonders fasziniert, ist die Funktion der Geräuschmacherin bei euch gerade. Weil wie wisst ihr denn, ich weiß gar nicht, ob du das so einschätzen kannst, aber wie wisst ihr denn, welchen Gegenstand, welches Obststück vielleicht, man ja auch für ein Geräusch braucht? Also woran entscheidet sich das? Ja, das ist so eigentlich der kreative Spaß dann auch für sie. Sie geht dann auf Flohmärkte oder in den Baumarkt oder so und erzählt auch immer wieder die Anekdote, dass sie in dem einen Baumarkt mittlerweile Hausverbot hat, weil sie rein ist und alle Türgriffe durchgegangen ist, um zu gucken, wie die quietschen zum Beispiel, und sie dann komisch angeguckt wurde. Oder auf dem Flohmarkt entdeckt sie mal was, oder wenn ein Haus aufgelöst wird oder so, dann durchstöbert sie die alten Dinge, die dann verschenkt werden dürfen, und Menschen sind meistens perplexed. Sie hat da mittlerweile ganz viel Erfahrung, aber ich glaube, was sie vor allen Dingen interessiert, ist natürlich dann auch neue Geräusche irgendwie zu entdecken und zu finden, auf unterschiedlichste Art und Weisen, und die dann halt auch wieder mit ins Spiel einzubringen. Das kann ich verstehen. Was mich jetzt hier nochmal interessieren würde, ist, wir haben ja vorhin schon ein paar Aufnahmen auf der Bühne gesehen und auch den Trailer dazu, aber so eine Sprechübung, kannst du uns da vielleicht auch mal direkt hier im Studio was vormachen? Ich kann euch einen kleinen Ausschnitt geben aus Orson Welles, wobei ich da jetzt eine Figur sprechen würde, die ich ohnehin spreche in dem Stück, und eine, die ich nicht spreche, aber ich switche zwischen den beiden Figuren hin und her. Und also die Szene ist quasi, um ein bisschen Kontext zu geben, ein junger Autor, der in den 1930er Jahren zum ersten Mal ins Radio kommt und einen Geräuschemacher kennenlernt. Okay. Es geht los mit dem Autoren namens Howard Koch. Das Leben auf der Probebühne. Umschreiben. Ich mache Bekanntschaft mit unserem Geräuschemacher. Sein Name war Paul Stewart. Ich liebe Ihr Schuhwerk, Mr. Koch. Mein Schuhwerk? Ja, dieses Ziegenleder auf den Kieferholzdielen. Würden Sie mal kurz auf der Stelle wippen? Würden Sie? Hören Sie nur! Und dann hört man ein subtiles Quietschen. Und der Geräuschmacher macht weiter. Wundervoll, nicht wahr? Dieses subtile Quietschen. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich gerne eine Aufnahme davon machen. Ja? Wie, jetzt gleich? Nein, 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 nein! Dieser Raum hier ist vergiftet. Störquellen überall, nein. Nicht mal die Studios hier sind völlig schallisoliert. Zu Hause, in meiner freischwebenden Tonkabine, der stillste Ort in ganz Manhattan. Ich kann Ihnen ein paar Aufnahmen zeigen. Hier, die ist ganz frisch von heute Morgen. Und er spielt eine Aufnahme ab. Darauf hört man einen schnarchenden Hund. Und? Wie finden Sie es? Erkennen Sie es? Nein, was soll das sein?
Mein schnarchender Labrador. Er träumt gerade. Wenn Sie noch genauer hinhören, dann erkennen Sie die Erkältung von vor 3 Tagen. Und dieses subtile Scharren, das ist seine linke Vorderpfote. Es hat etwas Friedliches, finden Sie nicht? Tatsächlich, ja, ja, ja. Es ist nämlich die fehlende Quintessenz für das Dracula-Schloss. Gestern, da habe ich mir noch eine Atmo aus St. Paul's besorgt. Außerdem eine Archivaufnahme von einem Gewitter in New Mexico. Ein Tennisball, subtil auf einem Wellblech. Und nun das hier. Damit fügt sich alles zusammen. Und wenn ich jetzt noch die tiefen Frequenzen erstmal ausgelotet habe, dann... Und so ging es immer weiter. Paul war ein Genie. Er konnte im 100-Meter-Radius sämtliche hoch-, nieder- und mittelfrequenten Akustikquellen ausmachen. Die menschliche Sprache genügte gar nicht, um alles zu beschreiben, was seine Ohren wahrnahmen. Aber genau darin bestand seine Tragödie. Paul war ein Hörender in einer tauben Welt. So. Mega. Also ich muss jetzt erstmal applaudieren. Das war mega, mega cool. Vielen, vielen lieben Dank für diese kleine Hörprobe. Ich glaube, zum Abschluss würde ich gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Das heißt wahr oder falsch. Ich stelle dir verschiedene Statements und du sagst dann, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Alright. Bist du bereit? Mal schauen. Okay, keine Sorge, es sind keine bösen Fragen. Hörbuch und Hörspiel ist das Gleiche. Nein. Okay. Falsch. Soll ich nein oder falsch? Ja, beides richtig. Kannst du in einem Satz den Unterschied erklären? Hörbuch würde ich jetzt eher sagen, eine Stimme, mhm. Ein ganzes Buch. Hörspiel ist viele, viele Stimmen, Geräusche, Musik. Okay. Ihr macht bzw. produziert auch Podcasts? Ja. Okay. Der Aufwand zwischen Podcast und Hörspiel ist der gleiche? Ich glaube, wir differenzieren da nicht wirklich. Okay. Bei uns, wir machen einen Podcast mit Hörspielen, deswegen ist der Aufwand gleich. Okay, fair. Gedichte, Filme oder Bücher? Ihr habt immer eine Vorlage, an der ihr euch orientiert. Nein. Nein. Wo holt Häufig, ihr aber nicht immer. Und wo kommt ihr sonst eure Ideen her? Alles Mögliche. Also geschichtliche Ereignisse, Wikipedia-Artikel, eigene Erfahrungen. Okay. Irgendwas, was man aufgeschnappt hat. Ich weiß, bei mir sind es häufig Dokumentarfilme. Mhm. Ja. Okay. Ihr habt immer nur ein Projekt im Jahr, was aufgeführt wird. Das stimmt auch nicht. Ich glaube, 2021 haben wir 2 neue Produktionen gemacht, zum Beispiel. Okay. Ich kann mir eure Stücke auf Spotify und Co. anhören. Leider nicht auf Spotify, aber auf anderen Podcast-Plattformen, wenn ihr Minenspiels Mikroversum anschaut. Ansonsten findet ihr aber auch all unsere Hörspiele auf YouTube, wenn ihr Minenspiel Mainz eingebt, oder ihr besucht unsere Website minenspiel.org. Werbeblock zu Ende. Ich brauche eine Sprecherausbildung, damit ich Teil werden kann. Nein. Allerdings ist unser Ensemble leider gerade ziemlich voll schon. Deswegen ist es schwieriger, wenn man jetzt Lust hat, mitzusprechen, mitzumachen. Aber tatsächlich, ich glaube, es hat nur eine Person von uns eine SprecherInnen-Ausbildung. Die anderen kommen vom Theater und haben sich sehr viel selbst beigebracht. Und mein letztes Statement wäre, das Team ist wie eine zweite Familie. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank dafür, dass du heute da warst. Und man hat einfach die gute Atmosphäre schon in diesem Interview gehört. Also vielen, vielen lieben Dank an dich. Und vielleicht habt auch ihr da draußen Lust bekommen, mal bei einer Aufführung dabei zu sein. Ich werde bei der nächsten auf jeden Fall dabei sein. Und würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.